Hund müsste man sein, richtig? Ja, nicht ganz. Diesen Monat heißt es, Katze müsste man sein. Und das könnt ihr ab dem 19. Juli, denn dann erscheint endlich Stray für die PlayStation 4 und PlayStation 5. Und für Abonnenten von PlayStation Plus Extra oder PlayStation Plus Premium ist Stray sogar ab Release kostenlos verfügbar. Wenn ihr noch Fragen zum neuen PS Plus habt, findet ihr unser Video dazu oben in der Box. Aber jetzt erklären wir euch in diesem Video erstmal, warum ihr euch Stray unbedingt anschauen müsst und warum das Spiel eben nicht nur für Katzenliebhaber interessant ist. Starten tun wir aber mit einer Frage an die Katzenbesitzer unter euch. Habt ihr euch jemals gefragt, was eure vierbeinigen Mitbewohner so treiben, wenn ihr nicht zu Hause seid? Geschweige denn, was eure Freigänger so machen, wenn sie nicht zu Hause sind? Stray könnte euch hier vielleicht die ein oder andere Idee geben. Vorausgesetzt, ihr lebt in der Nähe einer dystopischen Stadt im Cyberpunk-Stil, die fast ausschließlich von Robotern bewohnt wird. Denn das ist die Welt, in der ihr euch in Stray wiederfindet. Das Game versetzt euch in die Rolle einer Katze, die bisher ohne weitere Erklärungen in dieser mysteriösen Stadt gelandet ist. Euer Ziel ist es, herauszufinden, wie ihr hier gelandet seid und wie ihr den Weg zurück zu eurer Familie finden könnt. Inspiriert wurde die Stadt übrigens von der Kowloon Walled City in Hongkong. Bis zu ihrem Abriss 1994 galt sie als der Ort mit der höchsten Bevölkerungsdichte der Welt, und wenn ihr euch mal Bilder von ihr anschaut, werdet ihr die Ähnlichkeiten zu jener Stadt aus Stray schnell sehen. Die Spielwelt ist dabei aber keine vollständige Open World, sondern besteht aus eigenen, weitläufigen Leveln, die ihr alle nacheinander erkunden könnt. Mit den Bewohnern im Spiel könnt ihr während euren Streifzügen auf unterschiedliche Art und Weise interagieren. Hauptsächlich natürlich durch das normale Verhalten von Katzen, sprich an Türen kratzen, um hereingelassen zu werden, oder wenn euch nach ein paar Streicheleinheiten ist, könnt ihr euch auch an den Beinen der Bewohner schmiegen, die sich darüber mindestens genauso sehr freuen wie euer pelziger Charakter. Menschen werdet ihr allerdings, zumindest was uns die Trailer bisher so verraten haben, vergeblich suchen. Dafür verhalten sich die Roboter wiederum erstaunlich menschlich. Mit der bisher namenlosen Katze werdet ihr versuchen herauszufinden, was hier passiert ist, woher die Roboter kommen, warum ausschließlich sie hier leben und so weiter. Und dann gilt es natürlich zu klären, was es eigentlich mit den anderen Bewohnern auf sich hat. Denn in der Kanalisation der Stadt haben sich die seltsamen Zooks niedergelassen. Rattenartige Fleischklöpse, die sich in Schwärmen auf alles schmeißen, was sich in ihr Blickfeld begibt. Ganz egal ob Katze oder Roboter. Das erstmal zum groben Setting und der Welt, in der ihr euch wiederfinden werdet. Schauen wir uns also mal das Gameplay an und wie sich all das in dieser Welt widerspiegelt. Zunächst mal das Offensichtliche: ihr spielt eine Katze. Das dürften mittlerweile alle Kraft haben. Und damit haben die französischen Entwickler von Blue 12 Studio schon mal die wichtigste Regel des Internets erfüllt: Katzen. Denn wie wir alle wissen, Katzen regieren das Internet, und so dürfte Stray wohl schon mal genau ins Schwarze treffen. Und auch bei Blue 12 selbst haben Katzen das Sagen. Immerhin sind ein Großteil der Mitarbeiter selbst Katzenbesitzer. Dementsprechend wissen sie natürlich aus erster Hand, welche Eigenschaften bei einer Katze nicht fehlen dürfen. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Dadurch, dass sie eben eine Katze spielt, werden natürlich ganz bestimmte Gameplay-Elemente möglich gemacht und andere wiederum eingeschränkt. So sind die Level auf einen eher kleinen Protagonisten und guten Kletterer ausgelegt. Damit ihr nichts überseht, könnt ihr per Knopfdruck in eine quasi Ego-Perspektive wechseln, die die Kamera zwischen die Ohren des Streuners setzt. So überseht ihr keinen Durchgang, keine Sammelgegenstände und könnt euch immer einen guten Überblick über eure Umgebung verschaffen. Ganz wie es sich für Katzen gehört, könnt ihr außerdem auf unzähligen Wegen im wahrsten Sinne des Wortes neue Ebenen erreichen. Über Kisten, Markisen und Klimaanlagen habt ihr nicht nur eine horizontale, sondern auch eine vertikale Spielwelt, die es zu erkunden gilt. Und um auf die katzentypischen Gameplay-Elemente zurückzukommen: natürlich könnt ihr von erhöhten Positionen aus Dinge herunterschmeißen. Doch nicht nur aus purer Langeweile. Ein gut gezielter Schubs gegen Farbeimer kann eine Glasscheibe unter euch zertrümmern und somit einen neuen Weg öffnen. Ein leerer Eimer kann einen Ventilator zum Stoppen bringen, damit ihr wiederum hindurchhuschen könnt. Doch auch wenn ihr euch nur mal kurz eure Krallen schärfen wollt, kann das aus einem angelehnten Brett eine für euch perfekte Brücke machen. Wie schon erwähnt, könnt ihr durch euer Verhalten als Katze mit den Roboterbewohnern interagieren. Doch da eine Katze nur schwierig mit mehr als durch Körpersprache kommunizieren kann, hilft euch dabei ein kleiner Gefährte. Ihr trefft nämlich relativ schnell auf die kleine freundliche Drohne B12, die fortan in einem kleinen Rucksack auf dem Rücken des Stubentigers wohnt. Und die ist mehr als nur eine schwebende Taschenlampe. Sie kann mit Gegenständen interagieren, mit denen ihr dank fehlender Daumen nicht wirklich was anfangen könnt. Aber natürlich auch direkt mit den Bewohnern der Stadt kommunizieren. Doch wie schon gesagt, sind die Roboter nicht die einzigen Bewohner, die ihr antreffen werdet. In der Kanalisation leben nämlich die Zooks. Anfangs gilt es, eure Umgebung zu nutzen, um vor diesem unfreundlichen Ungeziefer zu fliehen.
Rennen, Springen, Klettern und, sofern sich nur ein bis zwei an euch geklettert haben, zwischendurch auch mal ordentlich schütteln. Doch das bleibt natürlich nicht das ganze Spiel so. Ein euch freundlich gesonnener Roboter namens Doc, der eine verblüffende Ähnlichkeit zu Doc Brown aus Back to the Future hat, startet euch mit Verteidigungsmechanismen gegen die fiesen Viecher aus. So werdet ihr sie ab einem bestimmten Punkt im Spiel mit violettem Licht aus dem Weg räumen können. Doch Stray hält noch eine Besonderheit für euch bereit. Denn dank des DualSense könnt ihr den Titel auch auf ganz besondere Art und Weise erleben. Wenn die Fellnase von einem Roboter gestreichelt und geschmust wird, vibriert der DualSense entsprechend und ihr könnt die Katze aus der Konsole quasi in euren Händen spüren. Auch das Schnurgeräusch kann aus dem Controller wiedergegeben werden. Und natürlich gibt es auch einen eigenen Knopf, mit dem ihr in jeder Situation miauen könnt. Auch wenn ihr nach einem Sprung auf unterschiedlichen Untergründen landet, soll sich dies in der Vibration erkennbar machen. Apropos Springen, in Stray steht die Story und das Erkunden der Welt im Vordergrund. Habt also keine Angst vor superschweren Sprüngen oder ganzen Sprungpassagen. Euch wird angezeigt, wo ihr hinspringen könnt und da hüpft eure Fellnase auf Knopfdruck ganz automatisch hin. Millimeterarbeit beim Landen wird es hier also nicht geben. Dadurch soll das Erkunden und Entdecken im Fokus bleiben. Außerdem wäre es doch sowieso völlig unrealistisch, wenn eine Katze einen Sprung nicht schaffen würde. Also Insider, freut ihr euch auf das Katzen-Adventure? Ab dem 19. Juli könnt ihr das Spiel selbst erleben. Und abschließend tun wir nur noch mit drei Dingen, die ihr nicht vergessen solltet. Erstens, Stray gibt's dann direkt kostenlos für PS Plus Extra und PS Plus Premium User. Zweitens, Abo dalassen. Drittens, Glocke bimmeln. Bis zum nächsten Mal und reingehauen.